Grüßt euch und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Soeben hat Insta360 zwei neue Webcams vorgestellt. Die Link 2 sowie die Link 2C. Was die beiden 4K-Webkameras so auf dem Kasten haben, erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich werde mich hier in diesem Video auf das Link 2 Modell fokussieren, denn die Link 2C ist von der Kamera so gesehen genau die gleiche Kamera mit der gleichen Audio- und Videoqualität, nur mit dem Unterschied, dass die Link 2 auf einem mechanischen Gimbal sitzt und die Link 2C starr auf einem Monitor angebracht wird und somit keine Tracking-Funktion bietet. Das heißt, man kann sich nicht frei im Raum umherbewegen, die Kamera wird einem nicht nachschwenken. Aus meiner Sicht, neben der guten Videoqualität, macht erst die Tracking-Funktion die Insta360 Link-Kameras so interessant. Für die Link 2 bezahlt man derzeit 229 Euro, für die Link 2C ohne den mechanischen Gimbal 169 Euro. Also alles, was ihr gleich im Laufe des Videos an Footage, Videomaterial sehen werdet, gemacht mit der Link 2, würde mit der Link 2C genauso aussehen. Ich habe natürlich beide Modelle für die, die es interessiert, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Als mir Insta360 die Link 2 zugeschickt hat, habe ich mir zunächst die Frage gestellt, was ist eigentlich der Unterschied zur Link-Kamera der ersten Generation, die ich vor mehreren Monaten, vor über einem Jahr hier auf meinem Kanal vorgestellt habe. Nicht nur der Kaufpreis ist günstiger geworden, die Link der ersten Generation hat zum Release keine 229 Euro, ich meine 269, 279 Euro ungefähr gekostet. Das heißt, das System ist jetzt günstiger geworden. Und wenn man jetzt noch ein bisschen näher ranzoomt, sieht man, dass das Produktdesign komplett anders geworden ist. Wir haben weiterhin eine sehr kompakte Webkamera, aber das Gehäuse ist ein bisschen in die Breite gezogen worden. Und das nicht nur, weil es ein Designer bei Insta360 richtig schön fand. Nein, hier steckt tatsächlich ein praktischer Nutzen dahinter. Das heißt, die Hitze, die hier entsteht, wenn man in 4K live streamt oder 4K-Aufnahmen macht, mit Hilfe von OBS oder anderen Programmen, wird nun besser vom Gehäuse abgeleitet, die Kamera überhitzt nicht so schnell. Einmal die Folie entfernt. Und die Box geöffnet. Die Kamera selbst hier oben. Sowie weiteres Zubehör auf der Unterseite. Ein Adapter USB-C auf USB-A sowie ein USB-C auf USB-Typ-C Kabel. Um die Link 2 mit einem Rechner zu verbinden, wir haben ja hier keine Speicherkarte in der Kamera, das ist eine klassische Webcam, die über ein Datenkabel mit dem Rechner verbunden wird, um dann Programme zu nutzen wie Zoom, um Videokonferenzen abzuhalten, oder Insta360s Link Controller gibt es für Windows und Mac. Über diese Software sieht man dann eine Live-Vorschau, man kann die Kamera dann auch hin und her steuern. Wie gesagt, das bewegt sich hier alles auf diesem mechanischen Gimbal. Den Papierkram lasse ich jetzt mal außer Acht. Ansonsten haben wir hier noch eine magnetische Halterung, um die Kamera auf einem Monitor, Notebook anzubringen. Das Ganze wird dann so auf die Monitorkante gesetzt und die Kamera wird dann magnetisch hier oben platziert, kann sich dann frei bewegen, nach links, rechts, oben, unten. All das, was die 2C so gesehen nicht kann. Auch bei der Link 2 setzt Insta360 auf KI-Funktion, ob es jetzt bei der Bildnachbearbeitung ist oder auch beim Sound. Das intern verbaute Mikrofon, welches deutlich präsenter geworden ist, hier auf der Oberseite, kann KI-gestützt Fremdgeräusche rausfiltern. Das ist natürlich wichtig, wenn man eine Konferenz irgendwo hält, wo es ein bisschen lauter ist. Das Gehäuse aus einem Aluminium gefertigt, wirkt wirklich sehr hochwertig. Man hat das Gefühl, dass man was Wertiges in der Hand hat. Hier der Gimbal, ebenfalls aus einem Metall gefertigt. Und wir sehen, wir haben eine 360-Grad-Beschränkung. Das heißt, das Gimbal-System wird uns nicht komplett um 360 Grad in einem Raum verfolgen können. Im Vergleich zur Vorgängerkamera wird sich an der Videoqualität nicht viel getan haben. Denn hier kommt ebenfalls ein halber Zoll großer Sensor zum Einsatz. Die maximale Videoauflösung, wie bereits gesagt, ebenfalls bei 4K. Die Blende ebenfalls wie bei der Vorgängerkamera bei 1.8 fix. Jetzt hätte ich es fast unterschlagen, hier liegen nochmal so kleine Markierungssticker bei, denn auch die Link 2 hat eine Whiteboard-Erkennung. Das heißt, wenn man eine Tafel nutzt, um Präsentation zu halten, ein Whiteboard nutzt, kann man dieses mit den Stickern hier
versehen. Dann erkennt die Link 2 Kamera dieses Whiteboard und setzt den Inhalt auf dem Whiteboard nochmal richtig in Szene, sodass Zuschauer, die an einer Videokonferenz, einer Videopräsentation teilnehmen, auch erkennen, was man auf der Tafel da so anzeigt. Lass uns mal anschauen, wie die Videoqualität aussieht. Ich habe jetzt mal eine Aufnahme hier in dem Link Controller Programm gestartet und das, was ihr gerade hört, ist das interne Mikrofon der Link 2 Kamera. Hier soll der Klang des internen Mikrofons nochmal um einiges besser geworden sein im Vergleich zum Vorgänger. Ihr habt ja während des Unboxings gesehen, dass die Mikrofoneinheit auch deutlich größer geworden ist. Wir sehen hier unten rechts den Timer von der laufenden Videoaufnahme. Diese Videoaufnahme wird dann auf dem Speicher des MacBooks abgelegt. Das heißt, in Verbindung mit der Link-Software kann man die Webcam auch wie eine Kamera verwenden. Hier wird dann einfach der MacBook-Speicher quasi zum Aufnehmen genutzt. Ich werde jetzt nicht zu tiefgründig in die komplette Software hier eintauchen, das würde das Video an dieser Stelle sprengen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr ein separates Tutorial hier über die Link-Software sehen möchtet. Vielleicht auch die Link 2 Webcam in Verbindung mit anderen Programmen, mit OBS oder ähnlichem. Wie richtet man das ein? Wie funktioniert das Ganze? Was wir hier oben rechts zum Beispiel sehen, wir haben hier einen Joystick, können die Kamera über diesen Joystick schon mal hin und her steuern, auch nach unten und oben, oder wir halten hier an diesem kleinen Nupsi fest und können die Kamera frei hin und her bewegen. Einen Zoom gibt es ja auch, dieser digital, also verlustbehaftet. Und je weiter ich reinzoome, umso schärfer wird das Bild von der Software gezeichnet und dann sieht man meine Falten noch intensiver. Was ich ganz interessant finde, ist auch aktiviert, ist der AI-Zoom. Sobald man sich trackt, kann man der Link 2 Kamera und der Software die Freiheit lassen, automatisch zu zoomen. Hier kann man voreinstellen, soll mein Kopf eher im Fokus behalten werden. Einmal die Handfläche vor die Kamera gehalten, der Ring leuchtet grün auf. Und schon werde ich getrackt, egal wohin ich mich bewege, die Kamera schwenkt mit in Verbindung mit dem AI-Zoom. Selbst wenn ich jetzt hier auf meinem Bürostuhl von der Kamera wegfahre, wird mitgezoomt digital und gleichzeitig auch mitgeschwenkt, mitgetrackt. Und wir haben ja eingestellt, die Kamera soll sich auf den Kopf fokussieren und das macht sie auch. Und genau so können wir auch einstellen, dass der halbe Oberkörper drauf ist. Das habe ich jetzt mal aktiviert. Bin gerade natürlich noch zu nah vor der Kamera. Gehe jetzt weg. Die Cam zoomt mit, aber jetzt ein bisschen weiter weg, sodass der Oberkörper drauf ist. Und genauso kann man das auch mit dem ganzen Körper einstellen, wenn man eine Präsentation zum Beispiel im Stehen hält. Auch hier unten beim KI-Tracking kann man auch einstellen, dass Gruppen verfolgt werden. Ich denke, das ist interessant, wenn man vielleicht als Schulklasse eine gemeinsame Präsentation hält oder eine gemeinsame Tätigkeit ausübt. So ist das System dann nicht nur auf eine Person in der Gruppe fokussiert, sondern auf die gesamte Gruppe. Ich hatte im Unboxing diese Sticker gezeigt. Hier ist der Whiteboard-Modus. Wenn ich jetzt ein Whiteboard neben mir stehen hätte, dann fokussiert sich die Kamera da drauf, passt die Belichtung an und so weiter. Nochmal ganz kurz überflogen. Es gibt Bildeinstellungen, was ich gut finde, dass uns hier die Möglichkeit gegeben wird, das Bild nicht nur im Automatikmodus von der Kamera selbst anpassen zu lassen, sondern auch im manuellen Modus hier alle Einstellungen vorzunehmen. Wenn man vielleicht unter erschwerten Lichtbedingungen ein gewisses Lichtszenario selbst besser in Szene setzen möchte. Wie zum Beispiel hier die ISO-Anpassung. Wenn man zum Beispiel einem ISO-Rauschen vorbeugen möchte, die Verschlusszeit lässt sich hier einstellen. Auf jeden Fall cool, dass einem hier die Möglichkeit gegeben wird. Es lassen sich virtuelle Hintergründe einblenden, sodass das hinter mir verschwindet. Man kann unterschiedliche Farbfilter anwählen. Porträt, Tageslicht, Vintage 1. Neon. Klar. Aber ich glaube, ohne Filter sieht es mit am besten aus, oder? Ja, jetzt ist die Belichtung noch ein bisschen dunkler, aber jetzt passt die Kameraautomatik langsam das Bild an. Unter dem Reiter Mehr hier oben kann man die Gesten aktivieren, deaktivieren, auch einzelne über die Checkboxen hier aktivieren, deaktivieren. Unter andere Einstellungen lässt sich das Bild spiegeln. In dem Fall horizontal oder auch vertikal. Stehe ich gleich auf dem Kopf? Ja. Audiomodus ist unter Sprachunterdrückung. Sprachfokus. Ändert sich jetzt was? Na, bin ich mal gespannt.
Hat sich was am Ton geändert? Schreibt es bitte auch in die Kommentare. Und jetzt würde ich mal sagen, lasst mal das MacBook hier schnappen und dann nach draußen nehmen. Mal schauen, wie das interne Mikrofon bei dem Wind, den es heute draußen gibt, so performen wird. Zeit für einen Tracking-Test. Ich habe hier draußen mal was aufgebaut, und zwar mein MacBook Air und obendrauf die Link 2-Kamera platziert. Ich werde gleich die Cam, die ich noch in der Hand halte, hier neben hinstellen und das Tracking der Link 2 via Geste aktivieren. Und dann schauen wir uns zum einen auch mal die Videoqualität hier draußen an und gucken, wie zuverlässig das Tracking funktioniert. Aufnahme gestartet, 4K mit 30 FPS. Das, was ich hier auf dem MacBook-Monitor sehe, sieht schon mal richtig gut aus für eine Webkamera. Also die Qualität lässt sich sehen. Das ist also das interne Mikrofon der Link 2-Kamera. Ich werde aber gleich, wenn ich etwas weiter weggehe, dann auf dieses Mikrofon hier auf meinem T-Shirt wechseln. Das empfehle ich auch jedem, der draußen irgendwelche Streams macht, irgendwelche Online-Kurse vorführt. Setzt auf ein kabelloses System, welches ihr dann über Klinke mithilfe eines Empfängers am Rechner dann installiert, und dann könnt ihr euch frei bewegen und habt schönen direkten Klang. So ein internes Mikrofon wird nie so gut sein wie ein externes, welches direkt am Körper angebracht ist. Ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter weg. Das Tracking ist noch nicht aktiv. Um es zu aktivieren, hebe ich jetzt meine Hand. Und jetzt müsste das Tracking schon aktiv sein. Die Kamera schwenkt schön mit. Ich gehe mal weiter weg. Tatsächlich würde ich hier den MacBook-Monitor ein bisschen weiter nach vorne kippen, damit die Kamera gleich nicht nach hinten kippt. Okay, jetzt wird auch die Neigung angepasst. Die Cam schwenkt automatisch runter. Ich gehe mal nach links. Ihr versteht, was ich meine. Die Kamera kippt jetzt nicht so schnell nach hinten weg. Die dreht schön mit, und gleich müsste es aber auch eine Begrenzung geben. Also die schwenkt nicht komplett um 360 Grad. Okay, jetzt müsste das Tracking verloren gegangen sein. Ich komme wieder. Das Tracking ist ja noch aktiviert. Es wird weiter getrackt. Jetzt zieht Wind durch. Ich stehe jetzt um die 4 bis 5 Meter von der Kamera weit weg. Also hier erwarte ich jetzt vom internen Mikrofon nicht allzu viel. Wobei Insta360 verspricht, dass das interne Mikrofon, oh, was war denn das für ein Schwenker gerade, deutlich besser geworden ist im Vergleich zur Link 1. Ihr habt ja gesehen, wie massiv die Mikrofoneinheit auf der Oberseite ist. Das Footage ist richtig gut, meine Freunde. Ich habe schon einige Webcams ausprobiert, die deutlich teurer sind, die dann mit 4K auch werben. Kosten dann locker mal 150 Euro mehr. Aber dort sah das Footage nicht annähernd so gut aus. Ihr seht, wenn ich jetzt richtig nah rangehe, gibt es auch so ein schönes Bokeh, eine Tiefenschärfe. Ich halte mal meine Hand hier vor die Kamera. So kann man auch schön Objekte präsentieren. Sehr schön. So kann man natürlich seine Präsentation, seine Zoom-Meetings und so weiter deutlich dynamischer gestalten. Man kann Bewegungen vorführen. Vielleicht ist man irgendein Sportlehrer, ein Fitnesscoach und kann dann online, wenn seine Schüler nicht vor Ort sein können, nichtsdestotrotz seine Fitnessübungen live vorführen und sich vor der Kamera bewegen. Ich drehe mal den Rücken zu. Was passiert? Werde ich weiterhin getrackt? Ja, das Tracking lässt sich jetzt genauso einfach, wie es gestartet wurde, auch beenden. Einfach wieder die Handfläche gezeigt. Das Ringlicht an der Kamera blinkt auf und schon müsste die Kamera in der Position, in der das Tracking beendet worden ist, stehen bleiben. So, stopp, jetzt soll diese Position aufgenommen werden. 1, 2, 3. 4, 5, 5 Meter, wir werden noch getrackt, kein Problem. Alles zur Kamera hin natürlich auch nicht. 6, 7, ah, jetzt wird es schon schwierig bei 7 Metern, bei 6 Metern. Okay, wir wurden jetzt aus dem Tracking verloren. Ja, 5 Meter zumindest in Schritten gemessen scheinen beim Tracking von der Distanz her das Maximum zu sein. Wie gesagt, die neuen Webkameras habe ich unten für die, die es interessiert, in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder in einem der nächsten Videos, vorausgesetzt, ihr habt die Glocke aktiviert und meinen Kanal abonniert. Bis dann, ciao!